E-Mobilität das Zauberwort, ohne das bei den deutschen Autobauern offenbar gar nichts mehr geht. VW, BMW und Mercedes von 0 auf 100. Und die Zulieferer müssen mitziehen. Beispiel Elring Klinger in Baden-Württemberg. Schon seit 15 Jahren hat der Autozulieferer in die Entwicklung von E-Technologie investiert. Wer zu spät komme, wie so viele in der deutschen Autobranche, der werde vom Markt bestraft, meint der Vorstandschef. Es werden sehr viele Arbeitsplätze wegfallen. Ich schätze, dass es 100.000 bis 150.000 Arbeitsplätze sein werden in unserer Industrie. Eine Angst, die auch die Beschäftigten von Bosch am vergangenen Mittwoch auf die Straße trieb. Im Stuttgarter Werk produzieren sie Zubehör für Diesel und Benziner. Die Wende zur E-Mobilität ist für die Demonstranten ein Schreckgespenst. Existenzängste für viele Angestellte, die Familien ernähren müssen, dass Gehälter wegfallen, dass viele in Armut stürzen. Eine aktuelle Studie für das Autoland Baden-Württemberg zeigt, von den bislang 70.000 Arbeitsplätzen in der Autoindustrie, die Verbrennungsmotoren produzieren, könnten bis zum Jahre 2030 fast die Hälfte wegfallen. Nur noch 39.000 blieben übrig. Durch die Elektrowende entstünden dagegen nur 8.000 neue Stellen. Verkehrsexperte Stefan Reindl befürchtet, dass sogar noch mehr Arbeitsplätze gefährdet sind. Was immer nicht berücksichtigt wird, ist beispielsweise das Kfz-Gewerbe, also die Händler und Werkstätten. Wir haben derzeit 440.000 Mitarbeiter in diesem Branchenzweig und die werden auch langfristig betroffen sein. Die werden zumindest zeitversetzt betroffen sein, weil ein elektrisches Fahrzeug weniger Wartung und weniger Reparatur benötigt als heute ein Verbrennungsmotor. China, Sonderwirtschaftszone Shenzhen. Hier fahren bereits 2 von 3 Autos mit grünen Plaketten, also elektrisch. Die E-Revolution ist längst im Gange und setzt die Deutschen, die spät in die Zukunft gestartet sind, massiv unter Druck.